hier heute sein können in Zielone. Nochmal herzlichen Dank an den Internationalistischen Abend, die uns eingeladen haben, tolles Plakat gemacht haben, tolle Fotos gemacht haben. Ja, und wir sind froh, dass ihr jetzt alle hier seid und so voll da seid. Cool, dass ihr trotz des tollen Wetters euch jetzt hier mit uns in so einen dunklen Raum setzt. Finde ich großartig. Genau, wir sind quasi zu dritt. Waren eigentlich zu viert dann direkt in Schechtbar, aber halt aus Berlin zu dritt. Sind aus ganz unterschiedlichsten Kontexten, unterschiedlichsten Zusammenhängen und haben uns Schöpfwort mögen gelernt in der Woche oder in den 10 Tagen, die wir so gemeinsam unterwegs waren. Genau, ich bin Silvia. Arbeite bei einer Abgeordneten der Linkspartei im Bundestag, die eigentlich eingeladen war, aber die nicht konnte und deswegen ich dann stellvertretend für sie hingefahren bin, aber auch aus einem eigenen politischen Interesse heraus, weil ich es halt wichtig und richtig finde, das Projekt Rojava als Rojava zu unterstützen und vor allem jetzt aber auch zu schauen, wie sieht es in Schechtbar aus und auch so was passierte nach diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Türkei. Also das war so meine Motivation, dahin zu fahren und auch vor allem diese Kampagne zu unterstützen, wo man so als Abfuhr abholen. Genau. Links von mir sitzt. Ja, also ich bin Daniela, ich bin hier in Berlin Pastorin vom Evangelischen Blindendienst und mich verbindet sehr viel mit Kurdistan. Ich habe 2000 Mal als Volontär in Suleymaniyah gearbeitet, an einer Blindenschule und habe auch mehrfach Syrien bereist vor dem Bürgerkrieg. Und kenne viele Leute aus Afrin, die hier als Flüchtlinge sind in Berlin. Und von daher hat mich das sehr betroffen, was in Afrin passiert ist seit Januar. Und dann ergab sich der Aufruf der Frauen von Rojava und da habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und bin geflogen. Ich habe auch schon länger Beziehungen. Wir arbeiten an so einem Healthcare Network für Rojava seit 2-3 Jahren und bin ganz frisch gebackene Ärztin und Krankenschwester und war vor 2015 schon mal in Rojava und habe da im Krankenhaus länger gearbeitet und wollte seitdem immer wieder dahin und wäre eigentlich gerne schon zu Nefros gefahren, das hat dann immer nicht so geklappt und dann war das mit der Delegation eine sehr gute Gelegenheit, die Reise wieder dorthin zu machen, um wieder bekannte Gesichter zu sehen und auch vor allem die Netzwerkarbeit mit den Gesundheitsorganisationen und den Komitees dort wieder ein bisschen zu erneuern. Genau, und wir teilen das jetzt so auf, wir sprechen alle drei. Genau, erstmal so ein bisschen diese Kampagne Women Rise Up for Afrin ist tatsächlich auf dem, genau, ist quasi der Anlass gewesen, weswegen diese Frauendelegation auch hier aufgerufen hat quasi. Und jetzt erstmal zum Inhalt kurz, wir stellen halt kurz die Kampagne vor, dann sagt Silvia nochmal was zur Route, wie sind wir überhaupt da hingekommen, wo waren wir überall und dann nochmal kurz, was die meisten von euch wissen das wahrscheinlich, aber was den Krieg betrifft auf Afrin und die Vertreibung und Schechtbar, diese Region, wo wir da waren, wo halt quasi gerade der Großteil der Flüchtlinge aus Afrin selber lebt, unter widrigen Bedingungen, wo wir die Möglichkeit hatten, dort zu sein und mit den Leuten zu sprechen. Das ist ein bisschen Fokus ist jetzt der Veranstaltung. Genau, dann geht es noch ein bisschen um die medizinische Versorgung, wie das konkret aussah und was wir an Forderungen von den Menschen vor Ort, also sowohl von den politisch Organisierten, aber auch von den ganz, also von allen Leuten so gehört haben und versucht haben, selber nochmal zu formulieren, was könnten so Forderungen sein an eine internationale Gemeinschaft oder auch an Linke. Genau, dann würden wir voll gerne mit euch diskutieren. Das letzte Mal hat es so auch ganz gut geklappt, dass wir ungefähr eine Stunde tatsächlich den Vortrag gemacht haben und dann Zeit zum Diskutieren hatten. Genau. Ja, fängt nochmal an. Genau. Also was wir schon gesagt hatten, wir sind der Einladung gefolgt, dieser Kampagne Women's Rise Up for Afrin. Und ich gehe mal von aus, dass euch Kongreas da was sagt, wenn trotz an dem noch mal ein paar Worte zu Kongreas da. Das ist quasi in Rojava die Frauenstruktur, die übergeordnete Frauenstruktur, in der quasi alle Frauenvereine, Initiativen, Organisationen Teil der ganzen der demokratischen Selbstverwaltung sind. Und das in Rojava ja im Prinzip von unten nach oben alles organisiert ist. Das heißt, die Leute in den Städten, Dörfern auf lokaler Ebene schließen sich in Kommunen zusammen. Dann geht es von der kommunalen Ebene höher auf die Stadtebene, auf die Kantonebene und dann auf die ganz überregionale Ebene, also die kantonweiten Vernetzung. Rojava besteht aus 3 Kantonen, ganz im Osten, leicht Ost-West-Probleme, Shizuri in der Mitte, beziehungsweise im nördlichen Teil, dann Kobani und ganz westlich dann halt der Kanton Afrin.
allem, was dazu gehört. Genau, und Kongreas da ist halt, also es gibt sowohl die gemischten Strukturen, aber vor allen Dingen hier waren halt Gäste der reinen Frauenstrukturen. Und die Frauenstrukturen haben halt dann so von ganz unten angefangen, also ganz unten im Sinne von Kommunen, kommunal angefangen, halt tatsächlich in allen Kommunenkomitees, wo es um Soziales geht, um Politisches, um Politik geht, um Beratung, Ökologie, die ganze, wie man sich ja, um Selbstverteidigungsstrukturen natürlich, dann aber auch um Frauengerechtigkeit geht, um kommunale Probleme geht, Kunst und Kultur geht, Ökonomie geht, aber auch Bildung in den Akademien oder Pressearbeit und auch so Diplomatie. Und die Frauen von der Diplomatie, unter anderem aber auch von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das waren viel, mit denen wir in der Zeit, die wir in Rojava waren, auch unterwegs waren, die uns begleitet haben. Und ich glaube, so rundum Anführungsstrichen Sorglospaket hatte ich noch nie in meinem Leben. Und das hätte ich auch nicht erwartet und das hat mich schon total überrascht, also wie gut behütet wir da waren und wie gut da im Prinzip auf uns aufgepasst worden ist, auch wenn wir da in einem Gebiet waren, was von außen betrachtet immer wie gefährlich, anstrengend, wie auch immer wirkt. Ich habe einen Schuss ab und an beim Auto fahren, also weil die Leute da zum Teil wirklich irre fahren. So, das war eher das, was so schwierig war. Nein, aber im Prinzip hat Kongress da nach dem, beziehungsweise schon mit Kriegsbeginn in Afrin dazu aufgerufen, Women's Rise Up, Beatmung, also Frauen steht auf, engagiert euch, zeigt Gesicht, erst lokal, also erst in Rojava, dann breitet sich das aber bundesweit quasi in der ganzen Welt auf, dass Frauen Solidarität mit Afrin zeigen sollten, zum einen zum Stopp der ganzen Bombardierungen und Stopp der Angriffe auf Afrin, als dann aber klar, also als dann Afrin geräumt worden, muss jetzt auch im Nachhinein, dass es halt nicht in Vergessenheit gerät. Also wenn man die deutschen Medien aufschlägt, da ist fast nichts mehr zu sehen davon. Und das so Wichtige ist es jetzt quasi in dieser dritten Stufe dieser Kampagne rum und so heißt auch für Afrin, halt zu gucken, wie man auch international die Vernetzung hinbekommt. Und international an vielen Orten auf der Welt halt gleichzeitig Solidarität geübt wird und auch immer wieder aufs Neue darauf aufmerksam gemacht wird, wie die Situation in Afrin irgendwie gerade ist. Und genau, und wir waren, ja genau, es gab dann hier in Deutschland, gibt es eine NRW-Kampagne Frauen für Afrin, die ja quasi so einer der deutschen Frauenorganisationen sind. Und die haben im April dazu aufgerufen, eine Frauendelegation zusammenzustellen, die halt vom 1. bis 11. Mai nach Rojava fährt. Wir sind im Prinzip über den Irak eingereist, über Erbil. Hatten am ersten Tag leichte Probleme, über die Grenze zu kommen, sind dann eher frustriert, wieder umgedreht und am nächsten Tag es dann nochmal probiert und haben es dann tatsächlich geschafft, nach Rojava einreisen zu können und wohnen dort halt direkt auf der anderen Seite des Flusses von den Frauen. Also Erbil ist irgendwo Nordirak, ne? Dann fährt man so 4-5 Stunden mit dem Auto an die Grenze nach Malta. Und ist dann halt irgendwo. Und ist dann quasi am Dreiländereck, genau. So in Irak und Türkei. Genau. Und dann mit so einem kleinen Boot übergesetzt. Da wurden wir dann von den Frauen gefangen, die sich gefreut haben, dass sie jetzt nicht einen zweiten Tag umsonst stehen mussten und warten, sondern halt, dass sie uns begrüßen und willkommen heißen konnten. Da sind wir ein paar Minuten mit dem Auto gefahren, um uns dann quasi ganz offiziell anzumelden in Rojava und unsere Einreisezettel zu bekommen, Einreisevisum in die Demokratische Konföderation Nordsyrien zu bekommen. Wurden von da aus eine Stunde, anderthalb gefahren nach Derek, also Richtung nach West, Richtung Westen. Und wir haben da dann die allererste Gesprächsrunde mit den Frauen von Kongreas da aus der Diplomatie, aus der Kantonverwaltung, wo es halt wirklich darum ging, uns nochmal aufzuklären, wie ist der aktuelle Stand, wie ist gerade die Situation vor Ort und auch die traurige Mitteilung entgegenzunehmen, es wird nichts mit Chefba. Weil wie ihr hier seht, ist alles, was gelb ist, quasi demokratische Selbstverwaltung. Alles, was rot ist, syrisches Regimegebiet. Alles, was grün ist, türkisch besetztes Gebiet. Und zwischen Kavishno, wo wir die Hauptzeit waren, und das bisschen, was jetzt noch gelb ist, da liegt halt Regimegebiet und es ist nicht immer möglich, da durchzukommen. Und so viel wie wir wissen, waren wir die Ersten, die es überhaupt geschafft haben, da dann hinzukommen. Und nach uns ist bisher auch noch niemand weiter durchgekommen als reine Frauendelegation. Und von daher war das halt für die Leute vor Ort super wichtig, dass wir dann dort ankamen. Und wie gesagt, die ersten paar Tage hieß es wird nichts, also es gibt keine Möglichkeit, da durchzukommen. Und dann gab es irgendwann relativ spät abends einen Anruf, packt nur eure Sachen, in ein paar Stunden geht's los. Und dann haben wir das gemacht, konnten noch eine Schweizerin einpacken und mitnehmen, die jetzt leider nicht hier anwesend sein kann. Und sind dann halt zu viert gefahren.
Und genau, und waren dann quasi direkt nach Afrin rein, ging es natürlich auch nicht. Also war da türkisch besetzt, türkisch abgeriegelt, kein rein, kein raus, also so ein Ring drumherum, aber halt so in die Region Schahban. Und waren dort dann halt zwei Tage in den Flüchtlingscamps, aber auch in den Dörfern, zur Türkei unterwegs, um uns da so ein Bild für die Lage zu machen. Da werden wir aber später nochmal drauf zurückkommen. Jetzt nochmal kurz zu Afrin selber. Wie ihr wisst, wir begannen da Anfang Januar, also Mitte Januar, 20. Januar, Bombardierung der Türkei. Die da vorher schon angekündigt hatten, sie wollen quasi, also die ganze Zeit aber schon angedroht hatten, sie sind da eher unzufrieden mit, dass sich an ihrer Grenze kurdische Selbstverwaltung ausbreitet, die Probleme mit Selbstverwaltung haben und dann im Prinzip ab dem 20. Januar sich Afrin versucht haben einzuverleiben, es 58 Tage lang Widerstand gab, die bombardiert worden sind. Von Menschen vor Ort, die erzählten von, es war nicht einfach nur Flugzeuge, wie man das so also aus Kriegsfilmen kennt, sondern halt schlechteste Science-Fiction werden Realität leider. Also ein gezielter Drohnenkrieg, also das heißt, die Menschen kamen zum Teil wirklich nicht weg, wenn irgendwie Drohnen hinter denen hinterher geflogen sind und geballert haben. Das heißt, man ließ nicht irgendwo bequem in der Türkei irgendwo in irgendeinem Haus und hat das Gefühl, man spielt ein Computerspiel und knallt aber eigentlich Leute ab. Und das war mir in der Dimension nicht bewusst. Und das hat halt schon viele Leute, glaube ich, auch ganz schön verstärkt. Also dass es da so Hightech-Krieg war. Trotz alledem gab es aber während der ganzen Zeit Solidarität aus den anderen beiden Kantonen. Es gab am 8. März, der Nationalen Frauentag, einen Konvoi der Frauen aus den anderen Kantonen nach Afrin hinein, um dort den Frauen vor Ort und auch der Welt nochmal zu zeigen, hallo, ihr seid nicht alleine. Wir unterstützen euch, wir wollen gemeinsam mit euch kämpfen und versuchen, Afrin zu verteidigen. Und das war halt leider eine Fehleinschätzung. Also es konnte sich dort niemand vorstellen, dass die Welt es wirklich zulassen wird, dass sie komplett weggebombt. Also dass diese ganze Stadt so zugebombt wird, dass es dann irgendwann klar war, es muss evakuiert werden, ehe es halt wirklich zu einem Gemetzel, also komplett Gemetzel an der Zivilbevölkerung kommt. Und damit hat wirklich keiner gerechnet, dass halt die EU schweigt, dass die NATO schweigt, dass Amiland sich nicht einmischt, also dass keiner irgendwas sagen wird und die Türkei dafür verurteilt. Das war in der Dimension nicht absehbar und halt auch nicht auf welchem hohen militärischen Niveau. Trotz alledem war die Bevölkerung organisiert, ist die Bevölkerung organisiert und sie haben sich dann halt am 18. März entschlossen zu evakuieren. Es sind aber trotz alledem nicht alle Leute, die evakuiert werden wollten, überhaupt aus der Stadt rausgekommen, weil auch die Türkei wiederum diesen ganzen Flüchtlingstreck beschossen hat und die Leute versucht hat, nicht rauszulassen. Und jetzt sind immer noch viele, viele Menschen in Afrin. Afrin wird quasi türkisiert und islamisiert. Und sozusagen der Stand Mai, Ende Mai ist halt tatsächlich, dass knapp 3300 Leute mittlerweile entführt sind von den Besatzungstruppen in Afrin. Sie quasi Lösegeld haben wollen oder quasi ganz, ganz viel von Leuten, die zurück nach Afrin wollen, sagen, ja, hier könnt zwar zurückkommen, aber müsst halt ordentlich bezahlen. Und ne, das in der Gegend, wo halt ja, Frauen entführt, gefoltert, vergewaltigt, über 1200 Familien, die mittlerweile schon angesiedelt worden sind von Dschihadisten und der islamistischen Banden. Also im Prinzip wird alles, was quasi kurdisch ist und war, zerstört. Und es wird alles türkisiert und islamisiert. Also alle, es wird türkisch in der Schule gesprochen, also die Frauen müssen wieder Kopftuch tragen. Also ist da kein freies Leben und keine freie Organisation möglich. Entschuldigung, Familien, die angesiedelt werden, kommen hauptsächlich aus Ghouta und aus Homs. Islamisten. Und weil du das gerade sagst mit Kopftuch, also Telefongespräch live vorgestern, ein Kurde in Afrin sagt uns, ich habe noch nie in meinem Leben gefastet, jetzt muss ich fasten im Ramadan, es wird kontrolliert. Also so ist nur mal so ein kleines Beispiel. Ne? Genau, das heißt halt quasi, wer nicht für die Türkei ist oder für türkische und islamistische Banden, der wird halt einfach umgebracht. Also die wollen halt im Prinzip komplett die Bevölkerung einmal austauschen und ja durch eigene Menschen dann quasi ersetzen. Es gibt mittlerweile Hubschrauberlandeplätze, irgendwelche Ringe, die ringsherum sind, die türkisch mehr kontrolliert werden. Und die Türkei hat ja auch schon mehr als deutlich angekündigt, dass sie sich als nächstes Münbiç vornehmen wollen und auch andere Gebiete. Und genau. Russland, Türkei, Amiland sind sich da so relativ einig, wie sie den
Kuchen aufteilen wollen. Und da ist es wichtiger denn je, dass viele Leute quasi international und auch direkt vor Ort Widerstand leisten und sich dort engagieren und einbringen. Es sind über 300.000 Menschen auf der Flucht. Es sind viele, viele Menschen in Chakba. Das ist so die angrenzende Region quasi. Genau, hier unten. Also quasi hier Afrin und Chakba. Ja, also da bewegen sich ungefähr 300.000 Leute in der, also Menschen in der Region, und Leute heißt an denen heißt halt ganz viel Frauen, Familien, Kinder, die halt zum Teil in den Camps wohnen, zum Teil in den Dörfern wohnen. Okay. Genau, die Region Chakba ist dann das, wo wir quasi gelandet sind, und die Selbstverwaltung hat da drei große Camps in einer Windeseile aufgebaut, und wir waren natürlich so ein bisschen mulmig vom Gefühl, wie wird das jetzt so sein? Es ist ja deprimierend, erstmal in ein Flüchtlingscamp zu kommen. Und der erste Eindruck war tatsächlich eher ein positiver, weil die Organisation, die Art der Organisation tatsächlich so und so beeindruckt hat, was quasi schon alles getan wurde und gemacht wurde. Wie gesagt, diese Chakba-Region ist halt ein Bereich auch voller Dörfer. Und die Situation in den Dörfern ist wesentlich schlechter als in den Camps selber. Es gibt halt drei Camps, die heißen Bechodane, Sedam und Efrin, also der Widerstand des Jahrhunderts auf Deutsch quasi, und jeweils ein Camp heißt wie Widerstand, Jahrhundert und Afrin. Genau, und dort in der Region sind über 100.000 Geflüchtete, und diese ganzen Zahlen kommen jetzt wirklich von den Leuten, die dieses Camp organisieren. Ne? Das sind vor allem Frauen aus der demokratischen Selbstverwaltung, die letztendlich in Afrin organisiert waren. Afrin war vorher so ein sehr friedlicher Kanton, der auch im Gegensatz zu Jizo oder Kobani teilweise infrastrukturell viel besser aufgestellt war, weil man viel mehr Landwirtschaft betreiben kann, weil die zum Beispiel diese Olivenbäume haben, sich gut selbst ernähren können und auch einfach sowas wie Schulen, Universitäten und also diese ganze Selbstverwaltung schon sehr gut funktioniert hat. Und das merkt man total an den Camps, dass die Frauen oder auch die Leute, die einfach aus Afrin fliehen mussten, einfach diesen Widerstandsgedanken weitertragen und tatsächlich in diesen Camps das total aufrechterhalten. Es ist nicht nur eine super gedrückte Bestimmung, sondern alle sind noch, wir machen weiter Widerstand und wir lassen uns nicht vertreiben und wir wollen zurück nach Afrin, das ist unser Land. Genau, und an der Stelle habe ich gerade tatsächlich vergessen zu erzählen noch, dass in Afrin, was du schon sagtest, es war 7 Jahre lang, es war kein Krieg, also in der die Region war die friedlichste Region und war auch die Region, die hat in den letzten fünf bis 7 Jahren auch schon Zehntausende von Geflüchteten aus allen anderen Teilen Syriens ausgenommen hatte. Also es gab in Afrin schon viele, viele Geflüchtete, und es gab in Afrin auch schon Flüchtlingscamps. Ja. Und die Menschen konnten quasi mit der, gerade auch die Frauen konnten mit der Erfahrung, die die aus den Camps in Afrin gesammelt hatten, halt auch in Windeseile die Camps jetzt aufbauen, die jetzt da stehen. Also das hat mich halt super verwundert. Gab mir, wie schafft ihr das innerhalb von irgendwie nicht mal einem Monat, hier so eine Infrastruktur auf die Beine zu stellen? Ich sagte, ja, wir haben es halt schon gemacht. Und konnten, und waren, sind ja selbst geflüchtet und mitgeflüchtet und konnten auch ihre Erfahrungen aufbauen. Ja. Also nochmal so ein bisschen allgemein zu dem Gebiet, das ist halt alles Gebiet gewesen, was vom Daesh, also vom Islamischen Staat besetzt war bis 2016. Das heißt, es stehen kaum noch Häuser, es wurde sehr viel zerbombt, es liegen teilweise immer noch ganz viele Minen in den Häusern, aber auch vor allem in den Feldern. Das ist eine sehr konkrete Unfallgefahr für die Menschen vor Ort. So Wasserversorgung wurde zerstört und es gibt gar keinen Strom mehr. Eigentlich läuft alles nur über Generatoren, und das sind so tatsächlich die größten Probleme, mit denen die Leute da zu kämpfen haben. Dann gibt es noch das Gebiet Sheraba, was quasi noch ein bisschen südöstlich ist davon. Da leben nochmal zusätzlich 23 oder über 23.000 Geflüchtete. Also insgesamt kann man sagen, in dem ganzen Gebiet sind so um die 33.000 Geflüchteten. Und dann versuchen die Leute halt immer so auszumachen, wie viele Kinder, wie viele Kranke, wie viele chronisch Kranke, um so ein bisschen ein besseres Bild von, wer lebt da eigentlich. Und damit wir euch jetzt nicht so mit Zahlen zu bomben, wollen wir jetzt einfach nochmal so ein bisschen auch Fotos zeigen und gucken, wie ist das Leben da. Also das habe ich ja gerade schon erzählt, diese drei Camps, wo insgesamt der Großteil lebt leider in den Dörfern und ist in irgendwelche Ruinen eingezogen oder lebt auf dem Feld oder so und sind tatsächlich auf der Flucht einfach irgendwo hängen geblieben. Und in den Camps ist tatsächlich das Leben am allerbesten, muss man sagen. Die Unfälle passieren eher außerhalb, weil dann da Minen hochgehen, weil das Wasser schlecht ist, und in den Camps selber war die Situation eigentlich besser, weil es teilweise schon Wasser gibt und hygienische Sachen, also du kannst Hände waschen und Klos. Hier ist nochmal ein ganz guter Überblick von Sheraba und Chakba, das sind dann diese ganzen Dörfer. Die haben tatsächlich bis Tal Rifat und sind auch sogar nach Kafir, da oben an die türkische quasi Besatzungsgrenze gefahren und haben uns dort auch in den Dörfern getroffen, vor allem mit den medizinischen Organisationen.
Die Hauptarbeit macht da Hebbar Akkurd, das ist der kurdische Rote Halbmond. Nicht Hebbar Kurdistan, der in Nordkurdistan aktiv ist, sondern wirklich in Nordsyrien quasi. Das ist Hebbar Akkurd und das sind tatsächlich die Alltagshelden dort, die extrem viel machen. Und jetzt gibt es mal so ein paar Bilder von, wie leben die Leute. Wir sind dann am Nachmittag angekommen, haben erstmal Tee getrunken und uns einen Plan gemacht, wen wollen wir alles treffen, mit wem wollen wir diskutieren. Wir haben gleich mit einer Frau von der Bildung gesprochen, die uns erstmal erzählt hat, dass es schon 14 Klassen unterrichtet werden. Und dann genau die medizinischen Institutionen, dann vor allem die, mit denen ich viel kommuniziert habe. Und so, diese Zelte sind recht groß, da leben so im Durchschnitt meistens so zwei Erwachsene oder drei Erwachsene mit 4 bis 5 Kindern. Und so werden auch die Zahlen ungefähr ermessen, dass sie immer so versuchen, irgendwie 5 bis 6 Leute pro Zelt. In den Bechodane-Kämpfen zum Beispiel 650 Zelte, das heißt so um die 3.000 bis 4.000 Leute. Genau, und das war unser erster Eindruck, dass tatsächlich irgendwie ziemlich viel schon gut funktioniert hat, ne? Ganz im Gegensatz zur Balkanroute oder Lagese oder so. Tatsächlich, hey, wir haben mal eben kurz ein Klohäuschen gebaut und das Mädchen hatte sich zum Beispiel selber eine Puppe gebastelt aus so Laken. Das hat dann ein sehr schöner Alltagsmoment, die hat uns das gleich gezeigt. Und Kinder gehen zur Schule etc. Und hier nochmal ein Bild, weil als wir da waren, absurderweise hat es 2 Wochen lang fast nur geregnet in Syrien. Das ist tatsächlich jetzt das Hauptproblem, ist jetzt die Hitze. Als wir da waren, war es vor allem der Regen. Es ist alles voller Schlamm und du kannst es nicht richtig trocknen. Es gibt natürlich noch nicht so viel Waschgelegenheiten, was natürlich irgendwie mehr Boden ist für Infektionen, für einfach, dass die Leute sich nicht richtig sauber halten können. Gerade Kinder und schwangere Frauen sind natürlich besonders betroffen. Und hier die drei Mädchen haben, die zwei Mädchen haben Hausaufgaben gemacht. Das war auch sehr beeindruckend, sehr fleißig nachmittags noch. Und dann wurden wir erstmal rumgeführt und dann hieß es, ja, wir gehen jetzt mal auf den Markt von dem Camp. Ja? Und die Leute sind da wirklich seit 5, 6 Wochen und haben halt einfach schon verkaufen ihre Obst und Gemüse. Er hat versucht, eine Schneiderei aufzumachen. Dazu hatte man genau. Also der Schneider, mit dem habe ich kurz gesprochen und der hat halt erzählt, er hat eine Nähmaschine ja da, die hat er in einem Vorort von Aleppo. Sie dürfen alle nicht nach Aleppo rein, wer Afrin im Ausweis als Geburtsort oder in Papieren als Geburtsort Afrin stehen hat, wird nicht nach Aleppo reingelassen. Das ist auch die Misere. Das heißt, sie müssen dazwischen bleiben, ob sie wollen oder nicht. Und er hat im Vorort von Aleppo eine Nähmaschine erstanden, als die Verkäufer mitgekriegt haben, dann, dass er aus Afrin geflüchtet ist, haben sie für die 2. oder 3. Nähmaschine, die er gerne kaufen wollte, damit mehr Leute dort als Schneider arbeiten können, den Preis 3-mal erhöht, sodass er keine mehr kaufen konnte. Also das ist eben auch die Not, dass die Leute auch ausgenutzt werden dann, oder die Not ausgenutzt. Genau. Und nichtsdestotrotz wird dann da auch Eis verkauft und es werden Frisuren gemacht. Und es wurde auch heftig und viel mit uns diskutiert. Also viele haben sich erstmal sehr gefreut, wir wurden total positiv aufgenommen. Dann gab es aber auch wirklich, der Mann war tatsächlich eher so, was, du bist von den Linken, wieso macht ihr nichts und ihr gebt doch Erdogan die Waffen. Also es wurde auch wirklich jetzt nicht nur gesagt, okay, ja, schön, kommt mal her, sondern ich muss euch jetzt auch mal die Situation erklären, es ist richtig schlimm, was hier läuft und ihr müsst da was gegen tun, ja. Beziehungsweise ging es sogar erst damit los, dass wir da tatsächlich zum Teil auch beschimpft worden sind, mit ihr scheiß Russen, erst lasst ihr zu, dass wir hier weggebombt werden und jetzt lauft ihr hier durch unsere Camps. Mag damit zusammenhängen, dass halt tatsächlich schon an der einen oder anderen Stelle welche Russen da waren und jetzt in den letzten Wochen tatsächlich schon 2-mal irgendwelche russischen Delegationen wirklich diese Camps uns auch nochmal besucht haben und die uns halt da zum Teil verwechselt haben, das aber immer relativ schnell sich klarstellen ließ, dass wir halt eben keine Russen, sondern irgendwie aus Ostdeutschland sind, was die Sache aber nicht wirklich besser gemacht hat. Halt wirklich so, toll, lasst das doch mal tauschen, macht ihr keine Fotos, sondern sorgt dafür, dass die Bomben quasi nicht aus euren Fabriken hierher gelangen. So. Das war ja, so deren Intention. Ja, sehr hohes politisches Bewusstsein einfach bei allen Leuten, ne? Bei den gesamten Familien, auch die Kinder. Man muss halt sich vorstellen, dass sie tatsächlich einfach den Krieg so unmittelbar gerade erlebt haben, fliehen mussten und dieses Trauma natürlich nicht so stark verarbeiten konnten, sondern dass tatsächlich im Alltag einfach immer noch total viel Thema ist und auch wirklich viel Austausch gesucht wurde. Da waren wir echt auch sehr überrascht über die Offenheit. Hier nochmal so ein Beispiel für Wasser. Es gibt 3 Brunnen, die werden versucht anzuzapfen. Da ist die Wasserqualität aber ziemlich schlecht. Das heißt, eigentlich muss alles Trinkwasser und auch alles Waschwasser einfach extern transportiert werden.
was eine sehr große Herausforderung ist natürlich für so viele Leute, Wasser zu transportieren. Das sind die Klohäuschen, die aber auch schon, also die wurden gerade fertiggestellt, als wir da waren, was natürlich eine super Errungenschaft ist, aber auch letztendlich zu wenig, ne? Also viel zu wenig. Das hat uns sehr beeindruckt. Es gab eine schulische Bildung, die schon jeden Tag stattfindet, in 14 unterschiedlichen Klassen. Moment, Entschuldigung, für 400 Kinder von 40.000 Kindern, die nicht mehr zur Schule gehen können. Ja. Also, um das Verhältnis. Ja, ja, genau, genau. Aber trotzdem war es halt so, man hat jetzt, man denkt eher an Nahrungsmittelprobleme, gesundheitliche Versorgung, aber klar, es sind 60% der Menschen sind Kinder und die langweilen sich zu Tode. Ne? Also die hängen da im Camp ab und haben nichts zu tun. Und auch die sind schon demokratisch im Plenum selbst organisiert und machen ihre Hortbetreuung quasi selbst. Und zwar sind immer so um 11 oder 12 sind die Betreuenden, die wechseln jeden Tag durch, sind auch zu zweit immer und organisieren dann halt die Nachmittagsbetreuung. Da sind keine Erwachsenen involviert. Die sagen halt selber, wir machen das und das, wir machen jetzt Hausaufgaben oder wir gucken heute Fernsehen oder wir lernen. Und es hat extrem gut funktioniert. Wir sind in dieses Zelt gekommen und alle waren beschäftigt und ruhig, haben irgendwie uns dann was vorgesungen. Und das war eine der Sachen, die mich wirklich so sehr berührt haben, also weil man da wirklich so sieht, dass es in allen Ebenen ist tatsächlich so dieses, wir nehmen unser Leben selbst in die Hand und wir organisieren uns selber und das es funktioniert, ja. Das war wirklich sehr schön zu sehen. Von den Kleinsten bis zu den bis zu ganz alten Frauen, ne, die quasi so viel Leid erlitten haben, aber da halt nicht in so einer Opferhaltung verharren, sondern wirklich ganz selbstbewusst sagen, wir haben alle Scheiße erlebt, aber wir haben alle ähnliche Erfahrungen gemacht und durch diesen vielen, vielen Austausch, den die Kinder haben, den die Frauen haben, den in gemischten Strukturen haben, ist es halt so der geteiltes Leid und wird kollektiv bearbeitet und da wird halt nicht geguckt, wie kann ich jetzt individuell damit umgehen, dass es mir ganz schlecht geht, sondern es wird halt eher geschaut, was mache ich jetzt mit meiner Frustration, mit meinem Wut, mit meinem Zorn, wie kanalisiere ich das und wie kanalisiere ich das gemeinsam mit all den anderen Frauen oder bei den Kids mit allen anderen Kindern zusammen. Und das, ja, genau, das ist halt wirklich tief beeindruckend gewesen. Also wie die immer nach vorne schauen, nach vorne schauen, nach vorne schauen und nicht so verharren und nicht passiv darauf warten, dass irgendwann mal irgendwer irgendwas macht, sondern halt zum Teil zumindest so ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Und klar, es sind erstmal nur 400 Kinder, die beschult werden, aber immerhin werden schon 400 Kinder beschult. So. Genau, das ist ein Beispiel an des Matheunterrichts. Also genau, da liegen dann halt 14 unterschiedliche Zelte und die unterrichten in englischer Sprache, kurdischer Sprache und Mathematik. Und genau, haben wir von 8 Uhr bis 12 Uhr Unterricht, dann gibt es Mittagessen und da durften wir auch zugucken. Und jetzt würde ich gerne noch mal mehr zu Hebasor erzählen. Das sind Mitarbeiterinnen von Hebasor. Das ist sowas wie, man kann es nicht richtig vergleichen mit dem Roten Kreuz, aber es ist tatsächlich eher so ein Erstversorgungsteams, die teilweise eine medizinische Ausbildung haben, teilweise auch einfach Helfer, Unterstützerinnen sind, die da reingewachsen sind durch die Notwendigkeit einfach, mittlerweile aber auch viel Erfahrung haben und durch auch schon den Kobani-Krieg, auch den Widerstand und die 6 Jahre des Aufbaus in Rojava. Und dort tatsächlich gibt es viele verschiedene Gesundheitspunkte, wo sie mehr oder weniger gut aufgestellt sind. Die haben halt so kleine, ja sowas wie Behandlungsräume und Apotheken in den Dörfern aufgeteilt. Wir waren tatsächlich bei 4 unterschiedlichen. Insgesamt gibt es dort halt 8. Und das Beeindruckendste war, dass sie tatsächlich schon ein ziviles Krankenhaus aufgebaut haben. Das war 4 Wochen in Betrieb, als wir das besucht haben. Und da gibt es tatsächlich sogar 3 Fachärzte mit 20 Betten. Also so, da können wirklich irgendwie Patienten liegen, die schwer krank sind und werden dort behandelt. Und es gibt sogar 2 unterschiedliche Operationssäle, wo man chirurgische, also so unfallchirurgische Sachen operieren kann, aber auch wurde zum Beispiel schon 25 Kinder geboren, unter anderem dann auch 5 Kaiserschnitte. Und sowas ist natürlich eine Dimension, das ist, na klar, die Leute kommen und sind schwanger, ja, und haben dann erstmal die Probleme. Und das trotzdem ist es natürlich super beeindruckend, was da aufgebaut wurde, und trotzdem mangelt es natürlich eigentlich an allem. Also allein die Sache, dass es nicht durchgängig Strom gibt, die Wasserqualität schlecht ist. Es gibt kaum Fachärzte. In dieser Klinik arbeiten halt 3 Fachärzte, also eine Frauenärztin, ein Unfallchirurg und ein Internist, also ein allgemeiner Arzt, rund um die Uhr. Das kann man sich auch kaum vorstellen. Und das Pflegepersonal, die sind recht gut besetzt, so zwischen 30 und 40, arbeiten kontinuierlich im Krankenhaus, aber haben halt auch keine Pause, haben keine Abwechslung, haben keine Ruhe. Wenn es was gibt, dann müssen sie einfach arbeiten. Und in dem Krankenhaus zum Beispiel sind ungefähr um die 100 bis 150 Patienten am Tag vorstellig geworden. Das ist tatsächlich einfach richtig viel Arbeit. Hier ist so ein Bild von so einer kleinen Apotheke, die recht gut aufgestellt ist.
in einem der Gesundheitspunkte im Ressort, von Ressort. Man muss sagen, es gibt recht viel Medikamente, aber ganz viel auch nicht. Also die, zum Beispiel die Versorgung von chronisch Kranken oder auch Menschen mit Krebserkrankungen, mit, die eine Dialyse brauchen, die irgendwie seltenere Erkrankungen haben, das ist nicht möglich einfach, weil die Leute können nicht, werden an der Ausreise behindert meistens, weil in Damaskus und Aleppo werden die nächsten größeren Krankenhäuser, die teilweise schikaniert an der Grenze, sind schon 2 Leute gestorben mit schweren Erkrankungen oder auch eine schwangere Frau, die nicht durchgelassen wurde mit Geburtskomplikationen. Und es ist natürlich so aus der Not entstanden, dann dort halt ein Krankenhaus so aufzubauen. Letztendlich haben sie versucht, die ganzen Geräte aus den anderen Kantonen irgendwie illegal über die Grenze dahin zu schaffen und dann da auch mit den Bedingungen das Beste draus zu machen. Hat uns natürlich trotzdem extrem beeindruckt, dass halt auch wirklich da wurde in so einem alten Gefängnis, in so einem alten Assad-Gefängnis, haben sie dann einen OP-Saal eingerichtet. War ganz gut, weil es auch keine Fenster im OP geben soll. Hat gut gepasst. Genau, und dann also wirklich nochmal eine Lanze brechen für die Leute, die da bei Havasor arbeiten, was wirklich ein ganz breites Couleur ist. Wir haben auch die Leitung von Havasor in Kamischloh getroffen. Das sind wirklich sehr beeindruckende und tolle Menschen, die ihr ganzes Herzblut einfach in diese Professionalisierung dieser medizinischen Versorgung stecken. Und das ist natürlich noch in Kinderschuhen. Und trotzdem, wir haben uns hier zum Beispiel mit Rashid, mit dem habe ich immer noch Kontakt, das war ein Medizinstudierender aus Afrika. Die waren 2 Monate vor ihrem Examen, das konnte ich sehr gut nachvollziehen und können jetzt halt nicht mehr studieren. Die Uni gibt es nicht mehr, weil es ist jetzt besetzt. Sie können nicht in die anderen Kantone, weil sie nicht durchgelassen werden. Sie können ihr Medizinstudium einfach nicht beenden. Und arbeiten jetzt dort rund um die Uhr und leben halt zu dritt, zu viert in irgendeinem Haus und versorgen die Kranken, die dort ankommen. Das heißt, oben wohnen, unten arbeiten und die Leute versorgen? Ja, das ist tatsächlich, also es war bewegend und rührend, weil man auch natürlich merkt, wir hatten am meisten Austausch natürlich mit den Leuten, die dort organisiert arbeiten, die wirklich sehr professionell wirken und auch sehr gefestigt und auch ideologisch sehr gefestigt. Und trotzdem merkt man in den Gesprächen der Bedarf an Austausch und auch der Bedarf, was sie quasi erlebt haben und wie heftig zum Beispiel diese medizinische Versorgung während des Krieges war, wo sie selber von Drohnen überwacht, teilweise selbst beschossen wurden oder auch dann mitbekommen haben, sie haben Leute behandelt, dann mussten sie die gehen lassen, weil sie die nicht wegtransportieren konnten und im nächsten Moment sind die in die Luft gegangen. Und das hängt noch so viel fest bei den, also von dem Erlebten, auch gerade von den Leuten, die da immer weiterarbeiten. Und der Austausch war wirklich also extrem beeindruckend, dass sie trotzdem natürlich dabei bleiben und gleichzeitig zu merken, okay, die Menschen selber, auch die dort arbeiten, sind natürlich auch höchst traumatisiert und bräuchten eigentlich sowas wie Supervision, psychosoziale Pflege oder sowas. Und das ist natürlich, das sind Sachen, die einfach noch gar kein Thema sind. Und die wollten sich halt auch nicht vorstellen und konnten sich bis dato auch nicht vorstellen, dass halt gezielt wie ein abgelenktes Krankenhaus bombardiert wird, während die dabei sind, irgendwelche Leute zusammenzuflicken von irgendwelchen anderen Bombardements und auf einmal selber das zivile Krankenhaus und Abwehr hat irgendwie ziemlich platt gemacht worden ist. Genau, jetzt nochmal ein bisschen zur Gesundheitslage, nicht zu sehr ins Detail, aber was wir natürlich versucht haben, ein bisschen auszufinden, was sind so die Hauptprobleme. Bevor wir gefahren sind, hieß es auch, es gibt eine große TBC-Welle, also Tuberkulose, was ziemlich schwer zu validieren war, weil letztendlich das eine sehr aufwendige Diagnostik ist, die man tatsächlich gerade in Sheba und Sharaba gar nicht machen kann. Man kann halt irgendwie nur sagen, okay, sie sind vielleicht lungenkrank, man kann es nicht richtig diagnostizieren. Insgesamt sind natürlich Infektionskrankheiten, also Magen-Darm-Erkrankungen durch das schlechte Wasser, aber einfach auch Atemwegserkrankungen ein großes Problem. Und dann sieht man natürlich, dass die gesamte Gesundheitsversorgung einfach in dem Gebiet, weil es quasi so staatenlos ist, ein großes Problem ist, dass die Kinder zum Beispiel nicht mehr geimpft sind in den letzten 6 Jahren. Das heißt, wir haben echt viele Kinder gesehen, es gibt Masern, es gibt Röteln wieder, es gibt halt diese Krankheiten, die es eigentlich nicht geben muss, Polio, also Kinderlähmung. Und besonders davon betroffen sind wirklich, waren in dem Fall wirklich sehr viele Kinder, also Kleinkinder, so zwischen, ja, also nach Geburt bis 2 Jahre sind natürlich extrem gefährdet. Haben wir viel gesehen mit Durchfallerkrankungen und Dehydratation. Die Frauen, besonders die schwangeren Frauen natürlich und dann halt die chronisch Kranken, die eigentlich irgendwie eine Mehrversorgung brauchen, irgendwie an ihre Medikamente nicht kommen und es gar keinen Ausweg gibt, quasi eine suffiziente Behandlung zu bekommen. Und dann halt zusätzlich, was ich vorhin schon erzählt habe, diese Unfälle mit Minen und dann halt genau die Wetterumstände. Es hat echt total Blitz eingeschlagen, auch zum Beispiel bei uns, als wir da waren. Und es sind auch Minen hochgegangen. Es
Teilweise wird das natürlich gezielt gemacht von den Verteidigungskräften, aber oft laufen halt auch Leute über die Felder und versuchen irgendwie Obst oder Gemüse zu ernten und dann sind da halt noch Minen vom IS. Das Kind ist ein bisschen, das ist sehr krank, ich wollte euch nichts empfehlen, aber das ist tatsächlich so ein Beispiel für, das wird wahrscheinlich eine Maserninfektion gewesen sein, aber man kann es letztendlich da auch nicht sagen, weil es die Diagnostikmöglichkeiten gar nicht gibt, sondern es hat halt hohes Fieber, es ist sehr krank und war da im Krankenhaus. Genau, jetzt sind wir schon bei den Forderungen. Ja, ich wollte erst noch was zu den Minderheiten sagen. Ne? Ja. Ja, genau. Also wir haben ja also praktisch 2 Tage die Camps besucht. 3 Camps, also das erste ist dieses Berprodan Widerstand, das ist das älteste und größte Camp. Dann Serdam, da in diesem Serdam Camp, wo wir am 7. Mai waren, da sind eben auch besonders viele Jesiden. Das dritte Camp ist dann, da sind Nomaden, haben sie uns gesagt, die also in Afrin als Hirten gelebt haben, in den ländlichen Gebieten. Am 8. Mai sind wir dann schon weitergefahren, also zurückgefahren. Das heißt, bei den Jesiden hatten wir dann im Serdam Camp auch ein spezielles Gespräch nochmal mit Jesiden, nicht nur der Vertreterin, die wir vorher schon gesehen haben, sondern allgemein mit jesidischen Leuten, die sich da versammelt haben, um mit uns zu sprechen. Und die haben eben erzählt, dass es in Afrin insgesamt 22 jesidische Dörfer gab mit 35.000 Einwohnern. Das war das größte zusammenhängende jesidische Gebiet in ganz Syrien. Also nachdem Schenkal von Völkermord betroffen wurde 2014, das ist eigentlich das zweite Gebiet, was jetzt von Vertreibung und Gewalt betroffen ist. Und ja, sie haben gesagt, dass sie seit 2012 immer wieder, weil ihre Dörfer in den Grenzregionen waren, auch von der Türkei und Islamisten angegriffen wurden, von YPG und YPJ verteidigt wurden seit 2012. Und sie erzählten, dass sie sich viele, als Afrin seit Januar angegriffen wurde, halt in einem Dorf speziell gerettet haben, wo sie dachten, das wird nicht angegriffen, weil dort iranische, also schiitische Kräfte und Assad und auch die Russen waren. Aber selbst dieses Dorf wurde schließlich auch von den Türken angegriffen und viele, ich denke, die meisten Jesiden sind geflohen, viele nach Shahba, andere auch nach Aleppo oder weiter, die halt das Geld hatten, um da zu bezahlen. Sind aber auch viele, die nicht aus Afrin rausgekommen sind, gerade Ältere, ja, die es einfach nicht geschafft haben. Und diese Leute machen sich die Angehörigen jetzt große Sorgen. Sie wissen, dass die Männer in die Moscheen getrieben werden, dass die Frauen sich total verschleiern müssen und sie fürchten auch Entführungen und Massaker. Sie haben eine Geschichte erzählt von 2 Familien, die wohl auch verwandt waren, die wollten mit Hilfe von Schleppern, man muss sich das vorstellen, zwischen Shahba und Aleppo sind ungefähr 20 Kilometer, also wir sind, glaube ich, keine halbe Stunde gefahren. Die wollten sich mit Hilfe von Schleppern nach Aleppo bringen lassen, haben da ganz viel Geld bezahlt. Und unterwegs ist dieses Auto explodiert. Keiner weiß warum, ob das eine Autobombe war, die drunter hing, oder ob es eine Mine war. Und einzige Überlebende ist ein 2-jähriges Mädchen. Also das zeigt, in welcher Situation die Leute auch sind. Und sie haben auch berichtet, dass außerhalb der Camps auch Jesiden immer wieder entführt werden und dann Geld erpresst wird von irgendwelchen Milizen, die in syrischen Uniformen rumlaufen. Assad meint, es wären nicht seine Leute, aber es ist, also keiner weiß, was da wirklich, wer was spielt, aber auf jeden Fall sind die Menschen bedroht. Ich habe einen getroffen, einen Lehrer, der sagte, dass er in den letzten Jahren Christ geworden ist. Es gibt also auch, in Afrin gab es über 1000 neue Christen, die also sich vom Islam abgewandt haben und Christen geworden sind. Viele sind nach Aleppo geflohen, aber nicht alle, denn den Leuten geht es wie allen jungen Männern. Junge Männer wollen nicht nach Aleppo fliehen, weil sie dann Gefahr laufen, sofort in die
syrische arabische Armee gezwungen zu werden. Ja, also das ist die Situation der Minderheiten und zu den Minenverletzten hat ja Svante hier schon erzählt. Wir haben also einen Jungen gesehen, wie alt war der, 12 oder so, der war minenverletzt im Camp und ja, also das passiert leider auch immer wieder und es gibt eben auch Behinderte, natürlich behinderte Menschen, Kinder haben wir gesehen, 3 Kinder im Rollstuhl, 2 Jungs, ein Mädchen, die waren verwandt miteinander und die hatten noch das Glück, dass andere Leute die Familie mit den behinderten Kindern halt auf dem Auto gepackt haben und mitgenommen bei der Flucht. Aber jetzt im Camp ist es natürlich ganz schwierig unter diesen Bedingungen. Ja, die Forderungen, die wir aufgenommen haben, und das wollte ich jetzt nochmal zusammenfassen, aufgenommen von den Menschen dort und die also immer wieder gesagt wurden, ob ein Mann, ein alter Mann erzählte, wie sein Dorf zerstört wurde oder ob das Kinder waren oder Frauen, immer wieder kamen, wir wollen zurück nach Afrin. Afrin ist unsere Heimat und wir haben dann einige Forderungen formuliert, zum Beispiel freien Zugang für internationale Hilfe für die Vertriebenen, Impfprogramme durch die WHO, zum Beispiel gegen Masern und Typhus, Behandlung von TBC-Kranken, Behandlung Verletzter und Kranker in Aleppo und offene Fluchtwege, Zugang für internationale Beobachter und Journalisten nach Afrin, Beteiligung der Vertreter von Rojava und Nordsyrien an den Genfer Friedensverhandlungen, Stopp aller Waffenexporte und Geldlieferungen von Deutschland an die Türkei. Ja, also soweit der Bericht. Und jetzt hören wir einige Aufnahmen und sehen einige Videos von Kindern. Ein Mädchen singt, es war 10 Jahre alt, in einem Schulzelt, ein Lied über Afrin. Afrin, unsere süße Heimat, unsere Erde, Afrin. Der Feind hat uns zu Nomaden gemacht und uns rausgeschmissen und dieses Lied ist total traurig. Das dritte Camp, das sogenannte Nomadencamp, die Kinder waren etwas, wir hatten den Eindruck, irgendwie etwas robuster, obwohl die Bedingungen noch viel schlimmer waren. Und diesen ganzen Lebenswillen, den haben sie auch ausgedrückt und das seht ihr dann auch auf den Videos. Und Hintergrund bei dem dritten Camp war schlicht und einfach, dass die halt quasi vorher in dem zweiten Camp waren, aber dass das halt quasi Menschen sind, die vorher auch nie sesshaft waren, sondern immer viel von einem Ort zum nächsten gezogen sind und halt gesagt haben, sie wollen sich jetzt nicht so einer starren Camp-Regelung unterwerfen oder wollen jetzt hier nicht Teil eines riesengroßen Camps sein, sondern weiterhin in ihren Familien oder in ihren Familienstrukturen sein und sich dann eigenständig quasi ein Camp aufgebaut haben, beziehungsweise die Unterstützung der anderen bekommen haben, also auch Zelte bekommen haben, auch regelmäßige Essenslieferungen bekommen und so weiter. Aber trotzdem, dann klar, der Fokus erstmal auf den beiden großen Camps ist, wo die Leute halt da sind und auch da geblieben sind. Und es wird schon auch auf die anderen geachtet. Und um auch der Frage vorwegzugreifen, ja, es gibt regelmäßige Essenslieferungen, sowohl in den Camps als auch quasi in den umliegenden Dörfern. Also die Leute werden... Das wird tatsächlich von der demokratischen Selbstverwaltung von Anfang an durch Spenden organisiert. Also die anderen Kantone, es gab große Abgaben und auch Einschränkungen durch der anderen Kantone und also Geldsachen, die tatsächlich jetzt, also wir hatten auch Geld zum Beispiel für ein Krankenhaus gesammelt mit Medico International, wo natürlich dann erstmal der Großteil an Soforthilfe an Afrin ging, weil es gerade die Notwendigkeit viel mehr gibt, als die Infrastruktur weiter aufzubauen, was natürlich schade ist, weil die Infrastruktur muss auch weiter aufgebaut werden. Und trotzdem gab es sehr viel solidarische Gemeinschaft tatsächlich auch von den ärmsten Kantonen, also gerade Kobani, die Solidarität aus Kobani, weil sie genau den Kriegszustand und auch die Vertreibung und die Übergriffe von Daesh da noch so frisch sind, da war wirklich ein ganz, also die meiste gezeigte Solidarität, sowohl in den Geldabgaben als auch in diesen Konvois, die dann gefahren sind. Und, also es gibt Mangel, besonders an frischen Lebensmitteln. Und Milch für Kinder gibt es nicht. Und einmal haben wir Joghurt gekriegt, weil ich wieder aus dem Nähkästchen geplaudert habe, dass mir der kurdische Joghurt so gut schmeckt. Und dann hat unsere Gastgeberin extra Joghurt besorgt und der war halt sauer, weil es ist einfach nicht frisch. Und
Das wird, Brot wird inzwischen auch aus dem kurdischen Stadtteil aus Aleppo von Bäckereien gebracht, also von Sheikh Maksud, und nach Shahba geliefert. Ja. Aber klar, Mangelernährung ist gerade auf Dauer auch ein Riesenthema, was man an den Kindern schon merkt und auch natürlich, dass die Aufmerksamkeit und die Pflege der Kinder zum Beispiel gar nicht so gewährleistet werden kann, sondern die laufen irgendwie nebenher und dann, oh, ist es auf einmal ganz still und es trinkt nichts mehr. Und also das tatsächlich, die Gesundheitslage ist wirklich dramatisch, gerade auf längere Sicht. Und ja, dieses Lied ist tatsächlich, ist ein bisschen pathetisch und trotzdem war es halt ein sehr magischer Moment, weil wir waren in diesen Schulen und haben halt uns diese Klassen angeguckt und dann kam halt, dann hat sich das Mädchen so an uns gewandt und hat halt ein Lied, was sie selbst gedichtet hat, über Afrin gesungen. Und wie das schon Daniela gesagt hat, ist es sehr schmerzvoll. Es ist leider nicht zum Drehen. Ja, der Sound ist natürlich jetzt sehr leise. Sie hat die Kamera gefilmt. Auch bewegend gewesen, weil die Frauen, die uns geführt haben, die zwei Frauen, bei denen wir zu Gast sein konnten, Fatima, die quasi in dem Moment selber so, der sind die Tränen gekommen. Und das war eine sehr gehaltene, sehr gestandene Frau, die uns sehr viel von ihrer eigenen Fluchtgeschichte erzählt hat, was uns wahrscheinlich am meisten auch nochmal die Situation der Leute wirklich gegeben hat. Weil sie kam eigentlich aus der Region Sharawa und sind damals vor Daesh geflohen nach Afrin, haben da sich quasi ein neues Leben aufgebaut, während in der IS das Haus, wo wir dann auch wohnen konnten, eigentlich übernommen hat, teilweise zerstört haben und teilweise da Leute gefoltert haben. Ihr Sohn wurde auch vorher noch quasi gefoltert vom IS und ihr Mann und der Sohn konnten erst später nach Afrin auch fliehen. Und jetzt die Situation, sie müssen wieder aus Afrin fliehen und gehen wieder in dieses alte Haus, was von Daesh besetzt war. Also so diese Doppelflucht und diese Geschichten, die da tatsächlich bei allen so Thema sind, das war irgendwie einfach eine ganz neue Dimension, dann auch einfach irgendwie in diese zerstörte Region wieder zu gehen, wo alles voller Minen ist und irgendwie eigentlich was man total hinter sich gelassen hat, dann wieder aufnehmen zu müssen. Das war tatsächlich irgendwie das Wertvollste, glaube ich, dass wir so wirklich ganz real mit den Leuten, dass sie uns so richtig in ihr Leben gelassen haben und wirklich so offen waren, auch nicht nur über ihre Organisation zu reden, sondern ihre persönlichen Geschichten zu teilen. Und das sicherlich auch erst nach einer Zeit, das war jetzt nicht sofort das erste Gespräch und trotzdem gab es halt irgendwie ja, so einen richtigen Kontakt und das hat tatsächlich also uns, glaube ich, am meisten beeinflusst oder einfach auch so einerseits die Stärke und dann trotzdem auch den Schmerz so mitfühlen lassen und dann aber auch zu merken, okay, wir kommen auch echt aus einer ganz anderen Kultur und dieses Prozessieren, ne? Hier sagt man, okay, geh mal zur Therapie oder lass dir helfen oder so. Und da tatsächlich, dass es in den Communities tatsächlich viel mehr Thema ist, dass es natürlich Anerkennung dafür gibt, was für Geschichten du hast und dann aber auch gleichzeitig einen viel offeneren Austausch oder auch die Kultur der Märtyrer oder der Leute, die gefallen sind, die letztendlich einfach immer wieder in diese Kultur mit eingebracht werden, wo es ein wir wurden als erstes am ersten Tag direkt mitgenommen zu einem Grab der Tochter unserer anderen Gastgeberin von Kongress da, Hebal Hilatche, deren Tochter halt vor 3 Jahren bei einem Anschlag vom IS in Kamischlo, die hat einfach in der Stadtverwaltung gearbeitet, während das war ein bekannter Anschlag 2015 im Juni, wo IS-Kämpfer in YPG-Kleidung in diese Stadtverwaltung gegangen sind und sich dort hochgesprengt haben und halt 14 Frauen getötet haben. Die Tochter war selber im 5. Monat schwanger und das war halt so ein extremer Vertrauensbeweis, dass sie uns halt mit an ihr Grab nimmt und dann halt sagt, okay, ich gehe jeden Donnerstag hier hin, ich bringe ihr immer ein Geschenk mit und lass uns ein bisschen hier sitzen und ein bisschen auch mit ihr sprechen.
Und das war einfach, also war einfach sehr bewegend tatsächlich, dass wir so offen aufgenommen wurden, dass wir natürlich irgendwie ganz viel politisch diskutiert haben und viel auch Forderungen an uns gestellt wurden oder auch ganz klar war, okay, was wollt ihr sehen, was wollt ihr hier machen, was ist euer Ziel und was ist unser Ziel, und trotzdem gab es so eine sehr persönliche Begegnung einfach. Und gerade in dem Friedhof in Kamischino am ersten Tag war es halt nicht nur so, dass sie dort auf den Friedhof gegangen ist, ja, um zu trauern und an ihre Tochter zu denken, sondern dass sich dort seit Jahren tatsächlich immer donnerstags die Familie treffen, die dort Angehörige haben. Das heißt, es ist ein buntes Meer von Gräbern, wo ganz, ganz viele Familien sitzen an ihren, also quasi die Gräber der einzelnen Angehörigen, der einzelnen Märtyrer oder Märtyrerinnen quasi dort sind, aber sie halt gemeinsam trauern. Nicht individuell, dass jeder einfach irgendwann mal dahin geht, sondern dass sie jetzt schon immer wieder kollektiv versuchen, mal zu bewältigen. Und das hat mich sehr berührt, dass es ganz oft so eine Mischung war. Man weint gemeinsam, aber lacht auch. Also 5 Minuten später lacht man dann auch wieder gemeinsam. Also dass das so ein, ja, so ein Spiel der Emotionen war, aber so gelebt. Also ganz ja, so gelebtes Leid, gelebte Freude, aber auch gelebtes Leben. Und was halt immer nach vorne gerichtet ist. Klar, aber auch mit den Rückblicken, aber auch dann wieder die Kraft zu nehmen, vorwärts zu schauen aus dem, was quasi Menschen erlebt haben, um auch ein bisschen so zu gucken, dass sie nicht eher, also noch alles einfach weiterzumachen. Für die anderen und für sich selber. Es gibt noch ein bisschen was aufmunterndes. Und zwar, das war tatsächlich das, sie haben zu uns gesagt, eine Freundin von uns, die das Anarcho-Camp, also das sind die nomadischen Kurden, die tatsächlich auch dann eher ausgegliedert wurden aus dem Anarcho-Camp, weil sie tatsächlich ein bisschen chaotischer leben, aber auch nochmal wesentlich lebendiger. Und die nicht so geordnet gesungen haben, sondern wirklich alle durcheinander mit uns. Und das ist gerne so. Ja, und man kann, also. Ja. Das war würde ich sagen. Was ist jetzt aber noch eins, ne? Der Spielplatz war noch, ja. Genau, und in dem zweiten Camp hatten wir nicht nur dieses selbstverwaltete Zelt, sondern wir haben halt auch noch so einen Spielplatz. DIY, auf jeden Fall. Ja, also sie waren halt leider nur sehr kurz in dem Camp. Wir sind da quasi einmal durchgelaufen und hatten dann halt diese Masse von Kids vor uns, hinter uns, neben uns, über uns, unter uns, also ringsherum waren irgendwie so eine Riesen drauf von Kindern, die da einfach nur Action gemacht haben. Ja, also zum Teil, ich kenne das auch, das ist, also ich fand es auch teilweise ein bisschen kritisch, jetzt auch so viel von den Kindern und so zu zeigen, und trotzdem war es ein Riesenbestandteil, weil man einfach sagen muss, die Gesellschaft ist da viel, viel jünger. Syrien hat einfach eine ganz andere demografische, dann sind einfach 60% der Leute, die da leben, sind halt Kinder. Und dadurch haben wir natürlich auch einen großen Platz. Genau. Jetzt würde ich sagen, dass wir erstmal nochmal Fragen, falls es Fragen gibt, beantworten. Und wir hatten Übersetzerinnen vor Ort. Wir waren halt die ganze Zeit in Begleitung von Menschen, die diverseste Sprachen dieser Welt sprechen und übersetzen konnten. Und wir hatten unsere Daniela. Ach Quatsch. Ja, wir hatten die ganze Zeit kurdisch-deutsche Dolmetscherinnen an uns geholfen. Und ja, genau, die haben uns sehr viel geholfen. Also ich spreche zwar kurdisch, aber einen anderen Dialekt. Ne? Ich spreche den Dialekt aus Sulaimania und nicht aus Afrin. Also das ist so wie hier Plattdeutsch und Bayerisch, und das ist ein bisschen schwierig. Aber wir hatten die ganze Zeit wirklich Dolmetscherin an unserer Seite und das war einfach großartig. Ja, und auch viele Internationalistinnen tatsächlich, die, die dort waren, die auch gut Englisch konnten oder auch in den internationalistischen Camps dort. Und auch viele zum Beispiel Kurden, die in Deutschland, Österreich, Dänemark groß geworden sind und auch mit uns dort waren, die in der Camp-Organisation zum Beispiel waren. Aber das war tatsächlich ein großer Luxus. Also als ich das erste Mal in Rojava war, war ich einfach auch nur unter Kurdinnen und auch wenig mit Englisch. Das ist natürlich ein ganz anderer. Da geht es natürlich wirklich darum, schnell dir so viel wie möglich Sprache anzueignen. Und da hat mir tatsächlich durch diese Delegationspackung, weil sie auch wirklich sich gewünscht haben, den politischen Austausch einfach dauerhaft eine Übersetzung. Also. Und manchmal ging es auch mit Händen und Füßen, weil gerade keine von den mehrsprachigen Menschen in der Nähe war, also gerade in den Camps dann.
Es gibt im nächsten Rojava, also Report, wird es auch einen Bericht von uns geben, dann auch die RRS, also es wird alles immer ähnlich sein. Wir haben halt, Daniela hat den ausführlichsten Report geschrieben, ich habe so einen medizinischen Report geschrieben und Silvia so ein bisschen was über den Ablauf der Reise und das wird zusammengefasst und dann nochmal genau in dem Rojava-Report veröffentlicht, aber auch über die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Also es wird in den nächsten Wochen dann noch peu à peu als bisschen erscheinen. Also ich habe meinen Bericht, das ist mehr so ja, persönlich vielleicht, also nicht ganz so genau mit den Zahlen. Das wird wahrscheinlich demnächst, also jetzt, ich hoffe die Woche oder Anfang nächster Woche in der Gesellschaft für bedrohte Völker im Pogrom kommen, mit ein paar Fotos von Zwantje, glaube ich. Und ja, und wie gesagt, Silvia schreibt dann nochmal für Kurdistan Report oder Rojava oder Kurdistan Report? Kurdistan Report, ja, genau. Ja, würde ich sagen, im Moment am besten über Medico International, Stichwort Afrin, Schachbar, weil die arbeiten wirklich mit Hevasor zusammen. Es wird weitere Delegationen geben, es gibt weitere Aufrufe und es werden immer wieder, also gerade auch Frauen gesucht, die entweder direkt nach Rojava fahren auf eine Delegationsreise oder die in Schengen-Schengal fahren oder die jetzt aktuell nächsten Monat dann, wir haben jetzt schon Juni, die quasi jetzt in 3 Wochen in die Türkei fahren und dort Wahlbeobachtungen machen. Also es werden immer Menschen gebraucht, immer wieder, die entweder dauerhaft, also für 3 bis 6 Monate sagen, wir gehen da jetzt runter und bringen den Leuten, also arbeiten mit den Menschen, egal in welchem Fachgebiet, egal in welchem Themenbereich. Es ist aber auch genauso wichtig und erwünscht, dass Frauen runtergehen, die sagen, ich habe zwar nur 3 Wochen Zeit, weiß irgendwas, egal ob es jetzt um irgendwie Mechanik oder um Pädagogik geht, also die Spannbreite ist da wirklich von bis, um zu sagen, ich mache dort eine Akademie, ich mache da jetzt so einen Bildungszyklus und ja, gebe mein Wissen weiter. Also das ist immer wichtig und wird gebraucht, genauso wie natürlich finanzielle Unterstützung wichtig und richtig ist. Und wir aber sind direkt quasi auch noch im Austausch, gerade du mit den Studierenden, ne? Ja, also es gibt, also wie gesagt, wir machen ja so ein Healthcare-Network, suchen auch noch Leute. Da ist tatsächlich jetzt in diesem und im letzten Jahr und auch jetzt sicherlich durch die Delegationsreise nochmal viel passiert. Also A, konnten wir uns mit Medico International Schweiz vernetzen, weil unsere Genossin da, Maja, mit der wir in Schäfer waren, die haben es dann tatsächlich zum Beispiel jetzt auch geschafft, 72.000 Euro von der Stadt Zürich zu beantragen und direkt an Hevasor zu transferieren. Und ich habe auch schon vorher mit dem Gesundheitskomitee immer im Austausch gewesen, quasi für was ist der Bedarf, geht es gerade mehr irgendwie, geht es um Geld oder geht es um irgendwie Bildungssachen. Wir konnten dieses Mal auch so Online-Tools fürs Medizinstudium austauschen und so quasi umsonst Accounts, wo man so quasi dann online Medizin studieren kann. Das ist total schön, auch jetzt quasi noch direkt mit den Leuten in Kontakt zu sein über dieses Portal oder auch über Fragen. Also ich kriege auch häufig so dieses, oh, wir haben jetzt ein Kind mit Intoxikation, ist das wichtig, wollen wir das machen? Also so tatsächlich so ein, das ist natürlich nochmal aufgefrischt worden, weil ein ganz schlimmer Verlust dieses Jahr auch passiert ist, das haben vielleicht auch ein paar von euch gehört, Heva Legerin, also die eine der tragenden Personen im Gesundheitskomitee in Rojava selber, ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Das war eine argentinische Ärztin, die in Kuba studiert hat und mit der ich auch seit 2015 in Kontakt war über unsere gemeinsame Zusammenarbeit im Gesundheitskomitee dort und quasi dem Healthcare Network hier, was tatsächlich versucht, also wo versucht wird, einfach diese, es gibt ja so viele kleine Projekte, ob es jetzt irgendwie Krankenhaus für Rojava oder verschiedene Aufbaustrukturen und wir arbeiten derzeit gerade daran, ein Frauen- und Kinderkrankenhaus mit aufzubauen in der Bessir. Das ist ein gemeinsames Projekt mit Medico International. Die haben sich jetzt dazu bereit erklärt, da die Hauptarbeit zu machen und wir machen so ein bisschen die Zuarbeit und schreiben eine Broschüre über das Gesundheitskomitee, quasi im Vergleich, wie sieht das hier im Westen aus und also im westlichen Kapitalismus und wie soll das Gesundheitssystem da aufgebaut werden, weil tatsächlich das natürlich für Leute, die jetzt hier im Gesundheitssystem arbeiten und auch politisch sind, da erkrankt ist ja quasi schon am System und dort wird tatsächlich versucht aufgebaut, also so ein bisschen mehr gesellschaftlich zu gucken, was ist eigentlich Gesundheit und wie hängt das zusammen und das war auch das war der beste Ausstart, da ging es jetzt ganz wenig drum, aber wir hatten tatsächlich viel Austausch und Diskussion mit dem Gesundheitskomitee, mit der Gesundheitsverwaltung, mit Herrn Wasser Akkurt und den Krankenhäusern vor Ort und das ist natürlich total toll, wenn das so aufgefrischt wird und man da wirklich zusammen an einem Tisch saß und nicht nur per WhatsApp oder Skype irgendwie Sachen schreibt. Und von daher ist es jetzt eher wieder aufgewärmt worden. Ja. Also ich habe jetzt auch noch Kontakt über WhatsApp, weil du es gerade erwähnst. Also immer wieder Kontakte mit einzelnen Leuten, die wir getroffen haben und unsere Gastgeberin,
da von dem Dorf bei Schachbad, die schreibt uns, schreibt mir halt auch immer, was macht ihr denn jetzt und erzählt ihr und erreicht ihr was, wir wollen zurück nach Afrin und so. Und ja, und dann habe ich auch in Kobane, wir waren auf dem Rückweg noch durch Kobane gefahren und habe da leider nicht den Blindenverein besuchen können, weil da war gerade Lehrertag und alle hatten Feiertag und war keiner zu sprechen, aber ich habe einen Kontakt bekommen, Telefonkontakt, und versuche jetzt da irgendwie mit dort und hier und Kurden von hier und von dort was für die Blindenschrift für Comanche halt zu erreichen. Wenn da irgendjemand hier ist, der helfen kann, jederzeit gerne, weil es gibt eine Blindenschrift Sorani-Kurdisch und Comanche-Kurdisch ist noch nicht so richtig bekannt, glaube ich, für Blindenschrift, und da wäre es halt auch gut, wenn man da weiterarbeiten kann. Also es ist jetzt ein bisschen schwer, wir können halt von den Frauenstrukturen reden, aber insgesamt ist es natürlich immer so ein bisschen ähnliche Struktur. Also Konvias da hat ja schon gesagt, es gibt dann halt 10 unterschiedliche Departments, also so Diplomatie, Politik, Gesundheit, Kultur, und es gibt immer sowas wie Vollversammlung zum Beispiel einmal im Monat, wo quasi kantonsübergreifend auch Entscheidungen getroffen werden. Die quasi Doppelspitze wird immer gewählt, das sind auch da immer 2 Frauen, ansonsten sind es in den gemischten Strukturen immer 1 Frau und 1 Mann. Wir haben ja auch zum Beispiel mit der PED uns getroffen oder mit den JPG-Frauen oder so, und da ist natürlich ein Grundprinzip ist halt diese Doppelspitze und die gewählten Vereinigungen. Ansonsten ist es einfach, wird tatsächlich, ist auch nicht so leicht zu verstehen, aber es ist wirklich ganz viel, dass es tatsächlich von kommunaler Ebene, dass wirklich so eine Straße organisiert ist. Und also viele Leute sich halt einfach viel besser untereinander kennen und halt tatsächlich in der Straße sich organisieren. Dann gibt es quasi den Bezirk und dann gibt es quasi die Stadt und dann, also so geht es höher. Und da werden aber die Sachen tatsächlich auch durch Wahlen und durch gemeinsame Entscheidungen und im Plenum entschieden. Und das heißt halt, es ist immer so ein Leben dann dazwischen, egal welcher Bereich es ist, dass es einerseits politisch diskutiert wird durch diejenigen, die es betrifft und die noch mehr Interesse daran haben. Zum anderen ist dann aber wiederum auch Menschen gibt, die dann quasi die Verwaltungsstrukturen haben. Also du hast halt immer wieder beides. Ja, das, und das ist aber nichts, also da wird nicht nur verwaltet, sondern da, die Verwaltung kann nichts tun, wenn nicht vorher politisch diskutiert worden ist und überlegt worden ist, was will man und wie will man was. Wenn es irgendwie in der Straße 5 blinde Kinder, also zum Beispiel 5 blinde Kinder geben würde, wäre das der Ort, wo dann die Menschen anfangen zu sagen, wir müssen auch was für blinde Kinder tun. Oder wenn es darum geht, weil es gibt Gebiete, wo es immer noch viel Probleme gibt durch Verhältnisse oder so Frauen immer noch in die Verhältnissen leben, die nicht so wunderbar sind. Um es jetzt mal beschönigend zu sagen, dass dann da von unten nach oben angefangen wird zu gucken, was brauchen wir jetzt an Strukturen, um das aufbrechen zu können. Ja, und ich meine, politische Teilnehmer darf jetzt auch nicht alles noch unser Rot malen. Also es ist natürlich auch einfach ein Kriegsgebiet. Es ist ganz viele Sachen werden militärisch und auch hierarchisch und auch nicht nur irgendwie grassroot-mäßig entschieden, sondern auch nach Werten meister Erfahrung und irgendwie, also gerade dann so militärische Sachen sind auch teilweise gerade von außen schwer so nachzuvollziehen. Und gleichzeitig ist es das, was wirklich am beeindruckendsten ist, dass es halt jetzt nicht irgendwie ein besetztes, kurdisch besetztes Gebiet ist, sondern dass tatsächlich die Zivilgesellschaft, und das war gerade für mich so mit dem Einblick von 2015, ich war halt jetzt eher so, oh Gott, jetzt ist Krieg und Afrin, und mein erster Eindruck war von Rojava, oh, also A war es Frühling, auf einmal war alles grün und es war ein ganz anderes Land. Und dann war es wirklich, es war so viel aufgebaut, es gab viel mehr Leben auf der Straße, das ganze IS-Thema und Daesh ist einfach kaum noch existent, es gab viel weniger militärische Checkpoints, die polizeilichen Strukturen sind viel besser aufgebaut, also es gibt wenig Militär auf der Straße. In Kamischli jetzt. Ja, aber auch in Kobani. Mhm. Also tatsächlich irgendwie weniger Gefahr einfach so quasi in den anderen. Und die hatten tatsächlich viel mehr jetzt mit den zivilgesellschaftlichen Strukturen zu tun. Und die politische Organisation oder so war die Partei, mit der wir uns getroffen haben. Und da haben wir uns auch, also da haben wir uns mit der Frauenleitung getroffen. Ansonsten gibt es auch da eine Doppelspitze. Und wir haben auch viel gefragt, so wann trefft ihr euch, wie werden die Sachen entschieden und so. Aber es ist tatsächlich echt ein dauerhaftes Zusammensetzen. Also wir haben ja wirklich so diese Vollversammlung mindestens einmal, also kantonübergreifend, was schon echt viel ist. Einmal im Monat. Und da kommen die Leute auch. Da kommen die Leute auch. Das Interesse, Vollversammlung, Kanton übergreifen, dass es dann quasi sich die einzelnen Bereiche treffen, was einmal monatlich passiert. Das sind Delegierte. Ist halt vor Ort, dass du quasi von, wenn man jetzt wieder von dieser Nachbarschaft ausgeht, von unten, von dieser Kommune, dass da selbst diese unterschiedlichen Komitees arbeiten. Es gibt immer so mindestens 8, die von den wichtigsten, die überall sein müssen. Und das umfasst dann meist so 100, 150 Familien, die dann einzelne Kommune bilden.
je nach Wohnort. Und da dann diese unterschiedlichen Aufgabenbereiche, die Leute sich oder die Menschen sich einbringen können und sich, so, und sich halt auch einbringen. Und dass da dann in den Bereichen, die organisieren sich selber, weiß ich, ob die sich wöchentlich treffen oder täglich treffen, je nachdem, wie groß der Bedarf ist. Und dass die dann aber auch einmal im Monat alle zusammenkommen, von denen die wollen, um gegenseitig auf Stand gebracht zu werden. Wie ist quasi, was ist in welchen Bereichen gerade nötig? Was wird gerade wie getan? Und das dann halt jeweils dann noch auf den höheren Ebenen auch. Also die, das waren, glaube ich, die Leitenden, ne, von den Kantonen jetzt, die Dalki, Halabscha, Halabscha-Platma und so. Also die halt praktisch in der Leitung mit waren, die uns dann auch begleitet haben, von Kamischli bis Afrin und über Kobani, die kannten sich halt auch die Frauen. Das haben wir gemerkt, die hatten persönliche, die kannten sich und waren befreundet und haben sich halt gegenseitig auch gestützt und das war halt ja schon beeindruckend. Also die Frau aus Kamischli, die war halt mit uns dann in Kobani auf dem Rückweg und wir waren bei der Leiterin von Kobani halt im Haus, in der Wohnung. Und man hat gemerkt, also die stützen sich gegenseitig halt. Ne? Ich wollte noch was anderes erzählen, was jetzt vielleicht mehr so ein Beispiel ist. Kurden und Araber. Da gibt es ja auch verschiedene Storys und verschiedene Gerüchte, die so kursieren. Und wir waren am zweiten Tag, glaube ich, war das unseres Aufenthalts in Rojava, waren wir im Frauendorf Jinwa, im Gebiet von Jizira. Und da kam, als wir das Frauendorf angeguckt haben, was ja, also es sind 21 von 30 Häusern aufgebaut, aber die Frauen sind noch nicht eingezogen, weil eben das Abwasser muss noch geklärt werden, was, wie das abgeleitet wird. Und da kamen vier Nomadenkinder, arabische Nomadenkinder, drei Mädchen, ein Junge. Die Mädchen waren alle mit Kopftuch und langem Gewand. Und die waren also zwischen, wie alt waren die, 8 bis 12 oder 15, also drei Mädchen. Und die älteste von diesen Mädchen, die hat dann auf Arabisch erzählt, wurde uns übersetzt, sie kommt gerne in das Frauendorf, immer wenn sie zu Hause, also zu Hause ist im Zelt, im Nomadenzelt, wenn sie zu Hause nicht atmen kann, dann kommt sie nach Jinwa in das Frauendorf. Und diese Hawalti hat sie dann auf Kurdisch benutzt, das Wort, ist die Hawalti, die Freundschaft, die genießt sie dann. Und das fand ich total beeindruckend, von einem arabischen Mädchen zu hören, also von wegen hier Kurden unterdrücken, Araber oder so, das nur als Beispiel. Nein, also quasi die Mehrheitsverhältnisse wissen wir alle im Raum, wie quasi der Bundestag zusammengesetzt ist und wie stark so die einzelnen Parteien sind und auch wie wenig Einfluss tatsächlich im Bundestag auch eine linke Fraktion hat, ne, so als zweitkleinste Oppositionsfraktion. Was sie tun kann und was sie ja dann immer wieder tut, also als Fraktion jetzt, ist schon die Bundesregierung immer wieder zu befragen, ne, nach den Waffenlieferungen, nach völkerrechtswidrigen Kriegseinsätzen der Türkei, nach bestimmten Statements, also um zu versuchen, die Bundesregierung zu Statements zu bewegen, was mehr mal weniger klappt, also eher weniger als viel klappt. Zum Zweiten kann die Linke natürlich versuchen, das machen die auch in den einzelnen Ausschüssen, versuchen das immer wieder Themen zu platzieren, in allen möglichen, also ob es jetzt um den Menschenrechtsausschuss geht, ob es um Verteidigungsausschuss geht, ob es um Außen, sozusagen im Außenausschuss geht oder auch jetzt selbst im Gesundheitsausschuss bzw. Unterausschuss globale Gesundheit geht. Also dass man da versucht, an allen Ebenen immer wieder noch darauf hinzuweisen, dass das deutsche Waffen, deutsches Geld sind, die da unten eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und dass auch ohne Deutschland und auch durch eher die Kriegsmaschinerie der Deutschen, da hätte nicht so viel passieren können, wie da passiert ist. Also die Fraktion ist sich ihrer Verantwortung schon bewusst, aber da müssten wir im Prinzip, wenn wir tatsächlich wollen, dass sich in Deutschland gesellschaftlich was ändert, müssten wir alle irgendwie was dafür tun, dass auch eine sozusagen parlamentarische Linke irgendwann mal Mehrheit noch in Deutschland gewinnen würde. Und dann wäre immer noch die Frage, was machen Sie damit? So, ne? Also von daher, das ist, was wir quasi im Bundestag tun können, ist tatsächlich einfach nur zu versuchen, das immer wieder auf einen Boden zu platzieren. Tatsächlich das Schönste, weil tatsächlich da innerhalb von einem Jahr wirklich in Handarbeit, die machen halt so Stroh, zeichseln das und machen das mit zu so Steinen und es ist halt, es ist extrem einfach, ne, wenn man irgendwie jetzt selber nicht so Bauerfahrung hat, man muss sie einfach gießen, trocknen lassen und dann stapelt man die aufeinander und daraus werden dann super gute Häuser, die in der Hitze total isolieren und im Winter auch wärmen. Vor allem hat da auch das, den Winter über gelebt und das ist tatsächlich ein ganz
schöne Stimmung einfach, ne? Und tatsächlich, was sie da auch versuchen, und man denkt so, oh, ein Dorf, aber es ist letztendlich, es ist eine Schule geplant, es gibt ein kleines medizinisches Zentrum, es wird einen riesen Tandoori-Ofen und eine Brotbäckerei geben, das heißt, und jetzt sieht man schon, dass die Dörfer ringsherum einfach wahnsinnig auf diese Infrastruktur reagieren. Das ist auch da, wo wir quasi dann dieses Frauen- und Kinderkrankenhaus bauen wollen, und das ist tatsächlich total integriert. Und also auch die Idee von, ich meine, das ist natürlich auch für viele, diese Auseinandersetzung mit diesem tatsächlichen patriarchalen feudalen System ist natürlich auch nicht nur Zuckerschlecken da, ne? Sondern die Frauen haben da alltäglich Probleme mit ihren Männern, mit ihren Brüdern und so, die vielleicht das mit der Emanzipation auch doch nicht so toll finden, kennen wir ja hier auch. Und da tatsächlich zu sehen, oh Mann, es kommen auch Familien, zum Beispiel es kam eine Familie aus Kamischlo, Mutter, Vater, Kind, und haben sich halt dieses Dorf angeguckt, weil sie es irgendwie sehen wollten, und dann hat er gesagt, oh, ist ja total schön, und den haben wir auch gefragt, und wie wäre es, wenn deine Tochter hier einzieht, wenn sie sich nicht verheiraten will, und er war so, oh Gott. Aber ne, das ist das tatsächlich dieses Konzept, was natürlich viele Frauen sind davon betroffen, dass ihre Männer irgendwie entweder gefallen sind oder sie vielleicht nicht in einer Ehe leben wollen. Und da tatsächlich zu sagen, okay, wir ein bisschen fast wie in den Anfängen der Oktoberrevolution oder so, wir gemeinsam werden hier die Kinder aufgezogen und wir haben auch eine Gemeinschaft, obwohl wir keine herkömmliche Familie haben wollen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schön zu sehen, wie das auch angenommen wird und wie unterschiedliche Leute da einziehen. Also es ist in dem Dorf, ein oder zwei Brunnen, auf jeden Fall 200 Meter tief ist das Trinkwasser. Es kann nur hochgepumpt werden. Also so ist die Situation auch, und die machen dort auch Landwirtschaft, hatten schon angepflanzt zum Teil. Da helfen jetzt die Nachbardörfer auch mit, weil eben die Leute noch nicht eingezogen sind. Und ja genau, irgendwas wollte ich jetzt erzählen, erfahren. Ach so, ja genau. Eine Frau, die fuhr mit uns hin und erzählte auf dem Hinweg, dass sie mit ihrem Mann und 5 Kindern aus Nordsyrien, als IS so stark war, geflohen sind nach Arbil, Nordirak, nach Kurdistan. Und der Mann ist dort irgendwie bei einem Anschlag umgekommen. Jetzt kam sie als Witwe zurück mit ihren 5 Kindern, der Älteste ist 17. Und sie hat uns gefragt auf der Hinfahrt in das Dorf, was wir denken, ob sie nicht mit ihren 5 Kindern nach Europa kommen könnte und wie und auf welchem legalen Weg. Und wir haben dann diskutiert hin und her, und dann hat sie dieses Dorf gesehen und ihr fiel wieder ein, sie ist ja Lehrerin und sie hatte in Arbil sogar in der Schule leitend gearbeitet, und sie meinte dann, ja, das Dorf braucht ja auch eine Schule und sie würde auch gern als Lehrerin dort arbeiten und ob sie mit ihren 5 Kindern nicht auch ein Haus bekommen kann. Und das war so, also das war sehr beeindruckend, innerhalb dieser 2-3 Stunden, wie sie da eigentlich Hoffnung geschöpft hat. Und das alles, die Hoffnung und das Leid sind so dicht beieinander, das alles ist ja der Grenzstreifen zur Türkei. Ne? Und die ganze Grenze, türkisch-syrische Grenze, hat die Türkei mit EU-Geldern eine Mauer gebaut, und in diese Mauer sind schon die Tore eingelassen für die nächsten Angriffe. Und das ist also alles sehr dünnes Eis. Ja, bevor wir noch vielleicht diskutieren, eine ganz wichtige Ankündigung, und zwar Freunde von uns haben ja jetzt gerade parallel das Café Rojava im Morgenrot, und da gab es heute eine Veranstaltung zur Delegation für die Wahlbeobachtung. Das ist tatsächlich eine der sehr dringlichen Anfragen gerade für Leute, die ihr kennt oder wenn ihr selber bereit dazu seid, in die Türkei zu fahren und die Wahl dort zu beobachten, weil es natürlich, wie auch schon bei der letzten Wahl, die Leute entweder von der Wahl abgehalten werden, vorher verhaftet werden oder die Wahllokale von Polizei und Militär überwacht werden. Es ist also keine geheimen und freien Wahlen gibt. Das muss natürlich dokumentiert werden, am besten von internationalen Kräften. Und es gibt Gott sei Dank, oder zum Glück hat die Jecheke, also der kurdische Studentenverband in Berlin, eine Delegation aufgestellt. Die fährt vom 15. bis zum, vom 10. bis zum 25., also ein bisschen länger. Ein Teil davon ist die Wahlbeobachtung, aber man kann tatsächlich auch nur über das Wochenende zur Wahlbeobachtung fahren. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass da Leute hinfahren. Also wenn ihr irgendwie, wenn es jetzt so eine Frage gibt von, oh, was kann man machen, das ist gerade das, was man machen kann. Wir sind irgendwie Antifaschistinnen, da ist ein Faschismus, der sich immer wieder rekonstituiert, und auch nach der Wahl, das ist einfach die Grundvoraussetzung, dass irgendwie die Türkei weitere Angriffe auf Rojava machen kann, ob es jetzt in Schengal ist oder auch in Münbiç, was jetzt gerade quasi der nächste Schritt sein wird. Das ist ganz, ganz wichtig, und es ist irgendwie nicht, dass wir ohnmächtig sind und keinen Handlungsrahmen haben, sondern es ist tatsächlich, es ist kein großer Aufwand,
man kann da hinfliegen, es gibt Strukturen, die einen dort in Empfang nehmen und die Leute sind total dankbar. Es ist eine wichtige Erfahrung vielleicht auch und ich würde es wärmstens empfehlen. Es gibt hier auch eine E-Mail-Adresse für die Delegationsreise, falls ihr Interesse habt. Und ansonsten über Jerike Berlin und auch aus Düsseldorf fahren auch Delegationen tatsächlich. Und es ist wichtig, wenn ihr das quasi weitertragt oder Leute motiviert, das zu machen oder mit euch zu machen oder in eurer Gruppe zu machen oder sowas.